Teil der Hoffnung. Könnten wir eigentlich schaffen innerhalb von einer Stunde. Ich muss mal schauen. Haben auf jeden Fall Verbündeten. Ich baue mal lieber schnell ein paar Feuerballisten. Oh, mein Hamster ist ja wach. Der Grund ist der, dass der halt direkt neben uns auch ist. Eine Nachricht von Saladin. Ich befinde mich in großer Gefahr, mein Freund. Ich brauche dringend eure Hilfe. Es geht gerade erst los. Konstruieren Belagerungsgeräte. Ich beschieße jetzt sofort seinen Bergfried. Wo ist denn Saladin? Oh, das ist lustig. Balliste bereit, Milo. Balliste bereit, Milo. Ist hochgekommen. Wir werden überfallen. Wahrscheinlich nicht schlauste. Balliste bereit, Milo. Es werden Rekruten. Mist, die habe ich schon verloren. Warum hast du müssen sterben? Mach das mal. Machen wir ganz anders. Oh, wir haben Eisen direkt neben uns. Super. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Nach nur viel Matik. Smokum. Nach nur tachte Amrik. Hoch da und dann machen wir ihn platt. Smokum. Smokum. Nazhaf. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dann. Und dann wird er sich nicht wehren können. Wir sind in erhöhter Position, das heißt, wir können ihn ohne Probleme beschießen. Ich stelle mir die Mission jetzt nicht so schwer vor. Ihr könnt auf uns zählen. Wohin gehen wir? Ein Kinderspiel. Saladin hat schon sein ganzes Geld verpulvert. Machen wir mal die Sachen kaputt, dass er keine Einheit mehr ausbilden kann und dann wird das schon alles. Seid bereit. Bravo. Womit kann ich den einladen? Ich mache ihm jetzt alles kaputt. Vergnügen, Herr. Nennt euren Wunsch. Keine Waffen, keine Soldaten.
Das werde ich mir auch noch kaputt machen. Aber später. Saladin wird sich schon um die hier kümmern. Oh, das läuft doch ganz gut. Den macht er platt. Hervorragend. Ja, bitte. Wo ist denn sein Kornspeicher? Natürlich. Ach, da hinten mit. Ihr könnt auf uns zählen. Ein Kinderspiel. Alles platt machen. Wohin gehen wir? Maulai. Ja. Wir benötigen Gold. Ihr habt nicht genügend Gold. Maulai. Nockifu Alistair da. Hey, was ist meine? Na, ich glaube, der König ist rausgekommen und hat sie umgebracht. Maulai. Ach, das war Saladin. Gut. Eine Nachricht von Richard Löwenherz. Ein König, der sich in der Burg versteckt, spricht wahrlich für sich. Doch verstecken muss ich mich. Eine Nachricht von Richard Löwenherz. Meine Wälle sind stark und meine Männer guten Mutes. Zeigt uns eure Schilder und Pfeile. Wir werden überfallen. Den macht er auf jeden Fall platt. Im Grunde haben wir bloß einen guten Gegner. Eine Nachricht von Saladin. Ich benötige Vorräte. Würdet ihr mir folgende Güter senden? Noch ist vor alles da. Also, ob der König rauskommt. Habe ich selber nicht. Verbündeten. So, wenn die noch tot sind, greife ich an. Gut, wieder einer weg. Jetzt kann ich auch anfangen, mein Lager zu bauen. Das ist ein bisschen traurig. Mit diesem Kampfbonus haben wir es rausgerissen, glaube ich. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin, euer Gnaden. Es sind wir werden überfallen vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Okay, dann kann man wenigstens mit Brot anfangen in der Zeit. Maulai. Amrokaya Maulai. Einer noch. Dann greifen wir an. Ach, was soll's. Das wird wahrscheinlich noch nicht reichen. Hey, jetzt halt ihr ein. Hoch da. Greif an. Naja, reicht nicht ganz. Maulai. Ich will den nur weg haben, damit ich hier oben ungestört arbeiten kann. Vielleicht sollte ich auch lieber Meuchelmörder nehmen, die sind billiger.
Ich habe das Gefühl, in der Karte gibt es auch nicht so viel Zeug. Ihr seid der fünftgrößte Herrscher. Das habe ich gar nicht gesehen. Ah gut, ich dachte schon, die Leute hauen mir gleich ab. Das Volk ist euch wohlgesonnen, euer Gnaden. Mehr Eisen. Oh, ich werde hier auch eine riesige Eisenproduktion machen. Wie geht's denn dem Blauen? Oh, auch nicht so mega gut, habe ich das Gefühl. Und Gelb ist am Ende. Ja, fängt die auf? Das ist super. Das ist gar nicht so schlimm, die Karte. Und dann, wenn ich den fertig habe, mache ich ein paar Meuchelmörder und renne hoch. Töte das Hühnchen, das ist böse. Kunst, dass er eigentlich trotzdem Geld ausgibt. Was soll das? Das ist mein Geld. Das will ich haben. Genauso will ich sein Geld hier unbedingt haben. Na, der hat eine gute Verteidigung. Ich lobe mir Stronghold Legends, wo das Eisen dann nicht hier so liegen bleibt. Muss ich sagen. Boah, das wird eine mega Eisenproduktion hier. Wir werden überfallen! Attacke! Tod! Tod dem Heiden! Stirbt ja nicht, er geht doch. Von Richard Löwenherz. So wurde ich besiegt und meine Knochen müssen in dieser elendigen Sandwüste ruhen. So, dafür baue ich mir Meuchelmörder und die werden... Eine Nachricht von Saladin. Ihr kämpft gut, mein Freund. Ihr habt einen Sieg für unsere Sache errungen. Ja, was für eine Sache ist das eigentlich? Warum kämpfen wir eigentlich? Hier ist eigentlich mehr als genug. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Für alle da, aber trotzdem kämpfen wir um irgendwas. Allerdings heißt der Crusader Kreuzzüge, also von daher ist es wahrscheinlich wieder legitim. So, werde ich jetzt irgendwann mal genug Leute haben? Sieht nicht so aus. Nur eine Frage der Zeit, bis ich aber genug Eisen habe. Genug Geld für eine Kirche, meine ich. Ich brauche mehr von allem. Ich werde nie genug Eisen haben. Mit dem Brot, das läuft, glaube ich, ganz okay. Das ist so eine Kleckerproduktion hier, habe ich das Gefühl. Okay, ich werde mal 3 Leute zur Ausbildung haben. Damit kann ich leben. Er hat immer noch Haufen Geld, das ist super. Er nutzt es nicht. Das werde ich mir holen. Die sind jetzt relativ nutzlos da, aber trotzdem egal. Ich hätte auch warten können, bis er von selbst besiegt wird durch meine Bogenschützen. Aber darauf hatte ich keinen Bock. Ich kämpfe ein bisschen gegen die Zeit. Ich habe noch eine halbe Stunde, bis ich aufhören muss. Ich krieg zu wenig Weizen. Na, jetzt soll ich nämlich mit Angstfaktor anfangen.
Aber andererseits, für was denn? Eine Nachricht von Saladin. Ein guter Stern steht über uns, mein Freund. Man schießt auch noch mit Katapult. Ach, Verschwendung. Ich bin auch der Meinung, dass wir es schaffen werden. Kann es sein, dass seine Einschätzung, denn ihre Einschätzung immer darauf beruht, wo die stehen, machttechnisch? Den hole ich mir jetzt auf jeden Fall hier. So, und jetzt geht's los mit Angstfaktor. Ich bin froh, dass wir den als Verbündeten haben und nicht als Gegner. Weil der beschäftigt wunderbar. Ne? Falsche Taste. Beschäftigt wunderbar Löwenherz hier. Jetzt geht's erst so richtig los. Das Volk hat eine hohe Meinung von euch, my Lord. Unsere Goldvorräte wachsen stetig, Sire. Und unsere Eisenvorräte auch. Wir werden überfallen! Das war's. Nachricht von Richard Löwenherz. So wurde ich besiegt. Und meine Knochen müssen in dieser elendigen Sandwüste ruhen. 9000 Münzen. Da kann ich auch gleich was hier, was Großes eine bauen. Eine Nachricht von Saladin. Ihr kämpft gut, mein Freund. Ihr habt einen Sieg für unsere Sache errungen. Das Volk hat eine hohe Meinung von euch, my Lord. Könnte ich eigentlich so lassen, dann noch mit der Kirche dazu und dann, obwohl wahrscheinlich, ich mache lieber doch maximalen Angstfaktor. Das Volk hat eine hohe Meinung von euch, mein Und später hole ich mir dann noch die blöde Kirche und dann haben wir wieder plus eins noch und wir haben kein Essen mehr, das ist nicht so toll. Der Kornspeicher ist leer, Sire. Ja, das ist ein Problem, glaube ich. Ein dezentes, aber es ist ein Problem. So, du hast jetzt hoffentlich ein bisschen Pause. Er hat auf jeden Fall kein Geld mehr, das ist gut, aber ich denke mal, Saladin wird mit dem schon fertig. Gibt es überhaupt Stein auf der Karte? Ah, er hat natürlich Stein. Das machen wir auch nicht. Ey, was soll das? Wir werden überfallen! Na, nur alles klar. Steht's wohl so gut? Mist, der hat verloren. Achso, deshalb. Möchte man das schon gar nicht so schlecht. Hör auf, das ist mein Geld, das ist